mir beim nächsten Match. Und ich habe einen Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Biggie Scam gegen UG Beanstalks. UG, ah, okay. Also einfach nur zwei... Blau-grün Beanstalks mit Hooting Mandrills. Ach du Scheiße. Ja, ich habe hier richtig Meter rausgesucht. Ich muss auch noch unseren UR Beanstalks Spieler holen. UR, das funktioniert nicht. Ja, ja doch. UR mit grün für Beanstalks. Ach so, ja. Was haben wir denn hier? Wir haben Hooting Mandrills, wir haben Wasteland, wir haben Life Malone, Murktide Region und natürlich eine großartige Karte. Mainboard. Ich sehe es gerade. Oh, wie heißt es? Submerge. Submerge, ja. Submerge ist, glaube ich, eine 5-Mana-Karte, richtig auch? Ja, ja, die triggert die gerade. Die triggert Beanstalks. Hat sehr, der sehr extra cool. Züge drin? Ja, ich glaube, er hat extra Züge drin. Und er hat auch Dinge drin wie Yavimaya. Alle Länder sind flüssig Forests. Damit er auf jeden Fall Submerge umsonst spielen kann. Oh, ja, das ist gar nicht dumm. Weil Submerge muss natürlich mit einem Forest sein. Ja, und so. Extra-Züge ist ja, wie heißt der nochmal? Der Miracle-Extra-Zug-Zauber, der irgendwie 7 Mana kostet. Temporal irgendwas. Temporal Mastery. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Wii. Tod der Affe. Naja. Ja, der Affe wurde gediscardet. Da kommt ein Drop. Auch schön, die Triple Sleeves. Ja, klar, alles getriple sleeved, wie immer bei Backlist, ja. Ganz, ganz schlimm. Ja. Genau, ansonsten, Biggie Scam hatten wir schon letzte Woche auf Kamera. So ein bisschen schwarz-grün Removal-lastig mit dann Heavy Hitern am Ende. Ja. Und ja, wie gesagt, UG Beans hier sehr krass, versucht natürlich Beanstalks zu finden, versucht dann über Delve-Karten einfach noch mehr Value zu bekommen. Was hast du denn außer den Mandrills und dem Murktide sonst noch als Heavy Hitter mit Delve in der Farbe? Den Eternal Forager? Ja. Den Wahl? Den Wahl. Du könntest auch die Crow spielen. Die Stormcrow, ne? Ja, die heißt nicht Stormcrow, die heißt keine Ahnung wie Crow. Die wird auch günstiger, wenn man Spell gespielt hat. Ja. Oh. Da wird gegrieft. Oh, da muss. Murky. Auf jeden Fall Murky. Ja, wenn du reanimaten willst, musst du eigentlich das Submerge nehmen. Außer du hast noch einen Reanimate auf der Hand und noch eine Pitchkarte, das glaube ich aber nicht. Spannend. Korrekt. Geht das Submerge, dann kommt der Reanimate. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Schock. Plus Doughty. Ei! Da schmeckt der Murktide richtig gut. Ja, aber... Das verstehe ich jetzt nicht. Man hätte den Doughty vorher spielen können. Außerdem hatte Angst vor Daze. Ja. Ja, kann ich sehen. Aber ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Weil vom Prinzip her... Hätte ich wahrscheinlich sogar eher Wasteland als den Dort zu spielen. Ja. Keine Blauquelle. Jop. True. Oder eben, es wirklich so zu machen. Also man hat noch den Dings auf der Hand. Mhm. Ja, Submerge. Ihn. Das ist richtig bitter. Der geht jetzt auf die Hand. Submerge geht dann in den Friedhof. Jop. Ist ja Teil der Fähigkeit von der Karte, deswegen geht es auch mal auf den Friedhof. Ach stimmt, Wastelandet man, dann geht man Fetchen, dann hat man die genaue Karte für ihn. Oh. Oh Junge. Da hätte man wirklich Wastelanden müssen. Oh Junge. Ja, okay. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Dazu kommt, man hat nur ein Decay auf der Hand. Das heißt, man kriegt den jetzt gerade nicht gehandelt. Eieiei. Und der ist... 2, 3, 3, wenn man das live nimmt. 3, ja, das sind Mandels. Also ist der 5 oder 6? Ja, ist halt die Frage, genau. Also man nimmt das live mit raus. Ja, und lässt das Wasteland drin, weil man wird ja mehr als ein live spielen.
Hoffentlich. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Das heißt, der ist 6-6. Bei 18 Leben ist es eine 3-Turn-Clock. Man weiß ganz genau, der Gegner macht jetzt nächste Runde Doughty. Nicht so viel. Doughty und sonst nicht so viel. Beziehungsweise eigentlich sogar noch weniger, weil man keinen Schwarzkorn hat. Das heißt, man geht hier ins Wasteland und go. Ist das bitter. Ist das bitter hier. Das hätte man eine Runde vorher machen können, dann sähe die Runde. Oh, man hat schon wieder ein Submerge auf der Hand. Ja, ist gut gemischt. Ja, dann danke Triple Sleeve. Dank Triple Sleeve. Triple Sleeve helfen immer. Das ist ein Dark Red. Das macht nicht so viel. Das macht nur Doughty. Ja. Aber sonst halt gar nichts. Und dort liegt halt. Doughty. Vor allen Dingen, du gibst dem jetzt schon wieder die Chance, dir den Doughty oben drauf zu legen. Ja, oder kann man jetzt hier. Man hat jetzt, hier ist es einfach rum. Das ist rum. Der macht jetzt wieder das Submerge und du machst nichts. Ja. Das Submerge ist jetzt einfach ein Time Walk. Zwei Mana. Ja, und man hat noch einen Beanstalks. Card Draw. Richtig gut. Richtig gut. Jetzt Submerge man noch, damit er oben drauf liegen bleibt. Was? Oder man sagt, go. Was? Ich hätte Disrespect. 100%. Das ist ein, okay, das ist ein. Das ist ein ja. Ein Konzi. Das war ein Bomaster. 1-0 für UG Beans. Spannend. Spannend. Das wirkt spannend. An dieser Stelle einmal vielen Dank an meine Patrons und meinen einen YouTube-Member, der gerade auf Kamera spielt. Ja, der eine. Der eine. Vielen, vielen Dank an alle, an Thalia-Tier, Supporter-Tier und haltet da mal die Augen offen. Das wird auch noch mal ein bisschen eine kleine Veränderung im Patreon-Bereich geben. Dementsprechend schaut da mal rein, wenn ihr euch da auch interessiert, für um mich bzw. uns da sehr zu unterstützen. Deshalb guckt da rein. Werbung Ende. Werbung Ende, genau. Sideboard. Sideboard ist, glaube ich, bei Ugi, also bei Biggest Gam Choke. Choke, Carper, Flowers und wenn er hat, Veil. Veil, ja. Also wie letzte Woche. Ja. Ugi Beans. Boah. Veils. Veils sind auch sehr, sehr wichtig. Veils sind sehr wichtig. Ja. Gerade wegen die Case. Genau, wegen die Case und auch wegen. Scan starts. Ich glaube, du. Ja, okay, die Case jetzt nicht unbedingt, aber die werden wahrscheinlich ins Sideboard geflogen sein, weil man hat ja nichts gesehen, was man kriegen will. Außer vielleicht die Beans. Die Beans. Und die Beans sind sehr, sehr, sehr wichtig. 2-2. Ja. Stimmt, ja. Die sind wichtig. Ansonsten, was kann man noch? Kann man noch holen? Kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall Wasteland, Dark Red Hymn. Noch ein Dark Red. Das ist halt bitter. Ja, man hat jetzt gerade. Dark Reds sollten nicht im Rudel vorkommen. Nee, vor allen Dingen nicht so früh. Wenn man jetzt eine Shelly auf der Hand hätte. Okay. Das wäre okay, genau. Aber so ist schwierig. So würde ich halt tatsächlich Wasteland spielen. Nicht wieder das zu tun, auch drum. Was Doughty? Doughty und Thoughtseize ist tatsächlich. Da ist halt die Frage, wie man das sequenzt. Doughty. Ja, und da kommt Fetch. Wahrscheinlich ein Fetch auf das Drop, weil man schon wieder ein Submerge hat. Bringt dir nichts. Submerge ist erst relevant, wenn der Gegner einen Forest kontrolliert. Ach, stimmt. Submerge ist hier nicht relevant. Wie hat er das denn gerade eben hinbekommen? Er hatte die Yavimaya, das habe ich ganz einfach gesagt. Ach, ja, die hat er auch. Der Grund, warum man die Yavimaya drin hat, ist, um den Gegner Forest zu geben. Und beim ersten Mal machen war es halt das Overgrown Troop. Weil er spielt halt gegen den Schwarz-Grün. Ja, stimmt, er hat selber ein Grün. Der spielt ja selber Grün, ja. Genau. Ich war gerade ein bisschen durch. Man, damit das Land im Friedhof ist, tatsächlich. Dann Resolve der Doughty. Jupp. Und dann kann man auch noch Fortseason. Ja, dann geht das Fortseason. Eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Start. Wunderschönes The Brainstorm. Old Border. Da ist ein Beanstalks. Honda, Beanstalks und The Reclaimer. Reclaimer ist auch noch drin. Reclaimer ist ein halbes Lens. Außerdem kann man damit die Yavimaya rausholen für die Submerge.
Wie ihr seht, es dreht sich alles ums Merch in diesem Spiel. Ja, sehr, sehr viel. Oh Gott. Ich glaube halt, das war ziemlich smart, hier das Wasteland nicht zuerst zu legen. Ja. Weil es halt dafür sorgt, dass der Gegner halt nicht alle Informationen hat. Und wenn er jetzt denkt, hey, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit zu submergen mit Beanstalks und so weiter und so fort, voll gut. Mhm. Was nimmst du, den Reclaimer oder Ponder? Ich würde dem, glaube ich, den Reclaimer nehmen. Ich auch. Den finde ich gefährlicher als das Ponder. Ja, vor allem ist es halt eine Creature. Ja. Und der Doughty blockt halt verdammt schlecht. Ja. Also, und man kann ihn im Notfall selber sich holen. Ja, und der ist dann halt auch immer 3-4 schnell. Ja. So, dann fliegen die weg. Ponder dann legt man das Wasteland. Und ja, dann soll ich trotzdem feuern. Ja, klar. Wasteland, boom, go. Das zieht halt eine Runde nach hinten, das ist halt schon gut. Ja, und das Beans obendrauf ist dann halt openmatig, da war ja eins, ja. Mhm. Das ist so dumm, dass so eine Karte existiert, ne? Ja, es macht halt vor allem so viel Spielziele so schlecht. Ich hab das ja in Herne gespielt, das war einfach nicht gut. Mhm. Einfach nicht gut. So, jetzt kannst du halt einfach für 3 mal hauen. Safe. Solltest du. Caracas? Also entweder es ist Mainboard. Mainboard sein. Wir haben letzte Woche ja drum gerätselt, ob es Main, ja, oder Sideboard ist. Es wird Mainboard sein. Weil gegen Beans macht es gar keinen Sinn. Legendary so. Titans? ja. Tassigur. Ah ne, warte mal, der ist ja schwarz. Tassigur ist schwarz. Es ging eher um Machtlage. Ah, ja. Ja, okay. Nicht, dass er da drin ist, aber kann es ja überlegen. So ein One-Off Dark Depths Combo, wenn man die Reclaimer eh spielt. Ja, warum nicht? Ein Dark Depths, 2 Festbane Stages, die sind gute Karten. Ja, jetzt wird Beans gespielt. Ja. Dann wird eine Karte gezogen. Oh, die. Schon wieder an Land. Jetzt ist Scam halt an dem Punkt, wo nichts nachgezogen wird. Das ist problematisch. Ja. Boah. Da fehlt ein Blau. Oder Beanstalk. Ein bisschen. Ich werde sogar überlegen, ob ich hier das Bayou nicht spiele, nur damit er kein Grün hat. Stimmt, ja. Das ist ein Veil, ein Force of Will und ein Brainstorm. Den Brainstorm picken, Land legen, Go sagen. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Ja, irgendwie sowas. Boah, ist schon bitter. Aber ich meine, 11 Leben sind halt 4 Runden. Man muss halt nur noch 4 Runden Müll ziehen. Mhm. Und so viel Removal kann das Decker nicht haben. Jupp. Ja, sehr wichtig. Das wo du eben gesagt hast, mit dem Bayou, das ist halt jetzt echt schwierig. Ja, die hätte ich wahrscheinlich aber nicht gespielt. Und das ist gut. Die hätte ich gespielt, wenn es relevant wäre. Du hast ja dann dran. Ja. Kreist jetzt an. Für Dry. Auf 8. Vor allem, du gibst du dem halt auch die Opportunity, mit dem Spell noch eine Karte zu ziehen durch Beanstalks. Ja. Boah. Genau, das war das Force of Will, was dabei war. Dann geht der Brainstorm ab. Wenn jetzt nicht sogar irgendwas auf der Hand ist, also sowas wie ein Bombast, aber du hast ja Force. Ja. Ja, ich hätte, glaube ich, trotzdem anders gelegt. Ich hätte, glaube ich, das Veil höher gelegt, statt das Force. Mhm. Das ist aber auch nix. Veil, Force. Wasteland. Wasteland ist irrelevant. Ja, man kann sich selbst von der Grünquelle abschneiden, um nicht mehr zu diesem Merchen zu können. Ja, aber er voll clever. Ja, man muss auf jeden Fall irgendwie noch shuffeln können. Das ist halt echt irgendwie weird. Mhm. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es unterm Doughty immer beiseite geht. Ja, gerade wegen dem Murktide. Da ist ein Grief. Grief kann natürlich auch sehr gut kommen, tatsächlich, wenn man Mana zieht. Ja, wofür muss man noch Mana ziehen und halt das. Allein der Buddy ist halt viel wert in dem Moment. Ist das ein Submerge schon wieder hin?
Ja, ja, der müsste schon wieder ein Submerge auf der Hand haben. Hm. Das heißt, das ist nicht Western. Das heißt, man... Western ist Caracas. Ja. Jetzt fehlt's, jetzt müsste mal, wenn überhaupt, ein Red Seed oder so. Oh, das ist gut. Man kann das Land legen, man kann angreifen. Ach nee, das ist bloß nicht gut, man hat kein Fleisch. Nee, du willst doch keinen. Weil das Problem ist, wenn der Grief dann gecountert wird, hast du gar nichts mehr. Und fünf Leben. Ding ist halt einfach zu gut. Also, wenn man Shadow hat, ist es einfach zu gut. Ja, ja. Ich meine, wir wissen die ganze Zeit von diesem Submerge, was da anscheinend noch rumschwert. Also, ich hab's zumindest. Ich meine, ich hab's gesehen. Ja, ich auch. Gut, den zu removen hilft halt auch nur eine Runde lang, aber dann kannst du forcen. Grief hat kein Flash. Das heißt, du kannst nicht drauf reagieren und den abfahren. Da kommt Go. Grief Flash wäre halt geil. Boah, würde ich nehmen. Ich würde erst angreifen, bevor ich hier irgendwas mache. Oh, evokest du? Das ist generell die Frage. Ich würde einfach generell erstmal angreifen, weil, wenn der Gegner jetzt bounced mit genau. Dann kannst du den opfern und hast die Mana. Nö, das geht gerade noch nicht. Geht nicht, scheiße. Aber, genau, aber du kannst halt nächste Runde ja. Double Grief praktisch machen. Oder kannst du Double Grief machen. Halt jetzt diese Runde. Dann wird Valuting Minerals jetzt. Die ist natürlich dann mies. Fies ist halt auch, du versaust halt auch den Draw vom Gegner halt einfach. Ja, ja, aber er weiß ja jetzt, dass er die schwarze Karte zieht. Ich hätte das gelassen. Ja, Vale. Macht halt nichts. Deswegen, wenn du nächste Runde abgewartet hättest, hättest du zumindest einen Buddy haben können. Ja, der kann er jetzt immer noch. Ja, klar, den 3. Solange da jetzt kein Wasteland kommt. Solange da jetzt kein Wasteland. Oder sieht ein Miracle Spell aus? Das Extrazug müsste jetzt ganz hinten sein. Ich glaube, das ist von Murktide. Den kann man casten. 1, 2, 3, 4, 5, ja. 6, 6 Murky. Der macht auch schnell Feierabend. Okay, du musst halt jetzt den. Du hast Force. Du hast, ja, okay. Der Doughty ist beantwortet. Ja, naja, da sind tausende Forces mit tausenden Blue Pitches. Da hat Scam einfach nichts gefunden. Mhm. Ich wäre jetzt auch schon mal so kackendreist zu behaupten, das ist schon vorbei, das Match. Ja, ist halt jetzt mit dem Force noch durchgehen und so weiter, das ist echt, echt mies. Man hat halt eine 3-Turn-Clock. Ich weiß halt nicht, was Biggest Game reingenommen hat gegen sowas wie Murky. Wenn man da jetzt nicht die Grünquelle. Echt die Grünquelle? Sick. Geht auf die Grünquelle. Oh, da ist der extra Zug. Setup für nächste Runde, tot. Ja, nächste Runde tot. Was? Achso, falls man Force spielt. Ja. Und ansonsten hat man noch irgendwas? Oder man spielt auf jeden Fall safe den Hooding Mandrills in die Karte zu ziehen. Stimmt, ja. Beanstalks ist kein May, ne? Nee, Beanstalks ist kein May, ist ein Must. Jetzt hat natürlich der Murky nochmal gegrowt. Und dann ist jetzt um. Ja. Nächste Runde ist safe vorbei. Ja, man hat halt noch du brauchst auch keinen Extra-Zug mehr. Ach, entweder das nicht oder man geht halt einfach, man forst nicht. Also das ist halt um. Das ist 2-0 UG Beans. Easy peasy. Ja. Easy peasy win für UG Beans. Richtig sick. Richtig coole Decks. Zwei richtig coole Decks. Richtig coole Leute, die gespielt haben. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Viel Spaß noch.